Moin Leute, ich bin gerade geflasht, mein fucking Moment, mind blowing, ne? Ant-Man the Wasp war ich im Kino gewesen. Und was ist das Ende? Was die Post-Credit-Scene? Was das für ein Anfang sein könnte bei Avengers 4? Das sage ich euch nämlich jetzt und Spoiler-Alarm. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, trotzdem angucken, ne? Abo dalassen für geilen Scheiß und los geht's. Post-Credit-Scene 1. Ja, die erste Post-Credit-Scene zeigt auf jeden Fall, wie sie mit einem Van, mit einem Tunnel, wer den Film gesehen hat, der weiß ganz genau Bescheid, damit können sie in den subatomaren Raum reisen. Und natürlich wird Scott Lang alias Ant-Man da reinfliegen. Und was passiert natürlich? Die Verbindung reißt ab und die drei lösen sich auf. Nämlich Janet Van Dyne, eine Hope Van Dyne und ein Hank Pym. Er ist natürlich gefangen in diesem subatomaren Raum und dann ist plötzlich Ende. Post-Credit Scene 2. Ja, nach dem Abspann kommt ja noch eine zweite Szene und das zeigt einfach nur stumpf, wie diese Leere, ein Summen, alle sind weg, gar nichts ist da so gesehen in, denk mal, New York ist das, spielt das ja. Und da ist ja nur diese Ameise, die Drums spielt. Das war die zweite Post-Credit Scene. Ja, so, das habt ihr mal so ein bisschen gehört. Was können wir daraus folgern? Auf jeden Fall erzähle ich mal kurz überhaupt was über Ant-Man and the Wasp. Natürlich, 2 Jahre ist nichts passiert, weil Scott Lang hatte nämlich Hausarrest. Nach dem Civil War hat er nämlich das Sokovia-Abkommen gebrochen, wurde dann natürlich mit Captain America straffällig, wurde geschnappt und hatte dann Hausarrest. Somit erklärt überhaupt, dass er nicht in den Avengers dabei war, weil eigentlich konnte er nicht rausgehen, weil er hätte nämlich 20 Jahre Freiheitsstrafe bekommen und das wollte er seiner Tochter nicht antun. Er hatte somit auch keinen Kontakt gehabt zu Hank Pym und zu seiner natürlich Geliebten, Hope Van Dyne. Und das kommt dann, rollt dann so ein bisschen auf dem Film. Wer ihn gesehen hat, muss jetzt nicht alles erklären. Die treffen mal aufeinander. Natürlich passiert das, dass er dann halt diesen Anzug wieder bekommt und zu Ant-Man wird. Man sieht natürlich die Antagonistin Ghost, heißt sie auch Ava, die hat einen Unfall gehabt in ihrer Kindheit, dass sie so eine Art Quantensprünge hat in ihrem Körper, die Moleküle reißen und schließen sich hier zusammen. Sie will sie natürlich heilen. Man trifft auch einen Lawrence Fishburne alias Bill Foster. Er hat mal beim Goliath-Projekt mitgeführt, könnte sein, dass er Black Goliath wird. Aber auf jeden Fall gibt es nachher ein Happy End. Sie wird natürlich geheilt. Bill Forster nimmt sich ihr an, immer noch als Mentor so gesehen. Und es wird alles so gesehen gut. Und sie entwickeln halt diese Technologie, um diesen subatomaren Raum reinzufliegen. Und sie holen seine Frau von Hank Pym erstmal raus. Also Hank Pym hat seine Frau gerettet aus diesem subatomaren Raum. Und sie hat aber auch noch so Kräfte, die Janet Van Dyne. Und das ist dann nachher irgendwas Ende. Es wird alles gut. Happy End. Und das passiert natürlich vor der Post-Credit Scene 1. Sie bauen hier auf der Insel ihr Haus wieder auf. Ja, das Ende. Aber die Post-Credit Scene 1. Nochmal zur Erklärung. Das spielt natürlich kurz vor dem mit diesem Schnitzer von Thanos spielt diese Szene und sie lösen sich dann natürlich auf. Aber Ant-Man hat überlebt, das wissen wir ja ganz genau Bescheid. Somit spielt er eine große Rolle in den Avengers 4 Teil. Was wird passieren? Ne, weil es hieß ja, Ant-Man the Wasp will return. Da wissen wir natürlich genau Bescheid, weil Ant-Man hat ja überlebt. Und er hatte ein Gefäß gehabt. Ein Gefäß, um Quantenenergie aufzusaugen. Das war Gänsehaut. Das war Gänsehaut, um überhaupt weiter zu denken, so eine Theorie aufzustellen oder eine 99%ige Spekulation, wie es weitergehen wird. Und das ist nämlich jetzt. Diese ganzen Faktoren, gerade mit dieser Post-Credit-Scene 1, macht Lust auf mehr. Und ihr wisst ja, Captain Marvel wird ja noch kommen, aber da hat man noch nichts gesehen. So, und das ist das Ding jetzt einfach, wo ich sagen muss, das wird jetzt kommen. Wird jetzt passieren. Er ist in diesem subatomaren Raum drin. Es könnte eine Sache passieren. Diese Ameise am Schluss, die jemand noch gesehen hat, überlebt hat, befreit ihn wieder, weil die können ja Kontakt halten zu diesen Ameisen. Oder er kommt selber aus diesem subatomaren Raum raus. Er hat ja diese Quantenenergie aufgesogen und kommt irgendwie da raus und trifft auf einen Tony Stark, der ja noch überlebt hat. Ihr wisst ja, es haben ja einige überlebt von den Avengers. Tony ist ja auf dem Planeten Titan, Captain America lebt ja auch noch und natürlich ein Hulk, ein Bruce Banner lebt ja auch noch, der sich ja nicht verwandeln konnte. Und wenn man natürlich diese einigermaßen geleakten Bilder sieht, die zeigen diese Schauspieler in diesen Kostümen mit dem Motion Capturing, da wisst ihr jetzt, okay, das wird jetzt passieren. Und das Ding ist, die werden sich wahrscheinlich neu formieren und in die Vergangenheit zurückreisen.
So, und warum, wie das passieren wird, das zeigt eigentlich ja Cables Technologie aus Deadpool 2. Er hat nämlich diese Uhr, dieses orange Energie beinhaltet und damit kann er ja in die Vergangenheit und in die Zukunft fliegen. Das habt ihr ja vielleicht in Deadpool 2 gesehen. Und diese Energie ist diese Quantenenergie. Somit können sie dann mit dieser Uhr, die dann Tony Stark, wahrscheinlich vielleicht mit Shuri zusammenbauen wird, zurückreisen und sich neu formieren gegen einen Thanos. Mit einer Captain Marvel wahrscheinlich, die dann sich alle gegen ihn stellen werden. Ihr habt ja gesehen, Thor hat ihn ja fast besiegt. Also sind sie eigentlich dann wieder neu formiert, können dann wahrscheinlich noch die alten Charaktere vielleicht, ja, sagen wir mal, wieder was losstarten. Oder diese haben auch nicht überlebt, weil der subatomare Raum ist ja verschieden zu dem Raum mit Zeit. Das hatte Jennifer Dyne mal kurz in den MM-Filmen gesagt. Und somit könnte es sein, dass die anderen natürlich überlebt haben. Also diese Theorie, sage ich mal zu 99%, wird jetzt so eintreten. Das wird der Anfang sein, wie es passieren wird, weil diese Post-Credit-Szene hat schon sehr viel erklärt, wie es kommen wird. Also ich glaube, das werdet ihr mir wahrscheinlich auch zurecht geben, dass das passieren wird. Und was sonst, könnte ich mir jetzt auch nichts anderes vorstellen, was kommen würde, dass nur Thanos dann wahrscheinlich platt gemacht wird in den Avengers 4 Teil. So, was sagt ihr denn zu den Sachen? Meint ihr, das wird so kommen? Dann lasst doch mal gerne einen Kommentar da. Guckt mal in die anderen Videos, was ich da schon zu gemacht hatte. Die habe ich jetzt hier mal ein bisschen verlinkt. Und ich würde sagen, Abo, Like da lassen. Und wir würden uns sagen, bis dann. Ciao und bam.